Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Mein Name ist Ann-Kathrin Martin und wir werden jetzt in 10 Minuten unseren Bauch zum Brennen bringen. Zumindest ist das der Plan. Sollte er danach nicht brennen, wiederholt ihr das Ganze einfach nochmal. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir brauchen nur eine Matte und gute Laune und let's go! Wir kommen auf den Rücken. Es ist quasi schon richtig entspannt. Das ist eigentlich die Position, die wir die ganze Zeit halten. Wir nehmen die Hände an die Schläfen und wir kommen hoch in den Crunch. Und komm wieder tief. Komm hoch und wieder tief. Das Ganze machen wir für 20 Wiederholungen. Wir haben insgesamt 4 Übungen, die wir 4-mal wiederholen. Und noch 15, 14, 13, 12, 11, noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen mit den Beinen in die Luft und heben unseren Po von der Matte. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Wir arbeiten aus dem unteren Bauch. Und noch 15. Schön ohne Schwung. Und noch 10. Noch 8. Noch 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wir lassen die Beine in der Luft und versuchen diagonal unsere Hände an den Füßen vorbeizuschieben. Auch hier haben wir wieder 20 Wiederholungen pro Seite. Und noch 15. Und noch 10. Noch 9. Noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und 1. Wir legen den Oberkörper ab und kommen mit den Beinen Richtung Boden. Kurz bevor sie den Boden berühren, kommen wir wieder hoch. Kommt tief und wieder hoch. Wem das zu schwer ist, macht das Ganze mit angewinkelten Beinen und tippt mit den Füßen auf den Boden. Alle anderen mit gestreckten Beinen. Und noch 15. Und noch 10. 9, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir stellen die Beine auf, kommen zu unserer ersten Übung, wir crunchen hoch. Es gibt hier heute keine Pausen. Wir wollen ja richtig schön schnell hier einmal durch den Bauch zum Brennen bringen. Und noch 15. Noch 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine in die Luft und wir heben unsere Hüfte vom Boden. Schön kleine Bewegung, ohne Schwung aus dem unteren Bauch. Wir haben noch 15.
Und noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, einatmen. Die Beine bleiben in der Luft und wir crunchen diagonal und versuchen unsere Hände an den Füßen vorbeizuschieben. Noch 15. 2, 1, Oberkörper ablegen und wir kommen mit den Beinen tief. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Und noch 15. 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Füße aufstellen, Hände an die Schläfen. Wir kommen zu unserer ersten Übung. Die Hälfte ist geschafft. Ich hoffe, euch ist schon warm. Ich schwitze hier schon ein ab. Und noch 15. Und noch 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beine in die Luft und wir heben den Po von der Matte. Wieder eine ganz kleine Bewegung. Schön ohne Schwung aus dem unteren Bauch. Und noch 15. Noch 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Füße bleiben oben. Wir crunchen diagonal. Versucht immer schön die Hände an den Füßen vorbeischieben. Und noch 15. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Oberkörper ablegen und wir kommen tief mit den Beinen. Und noch 15. Und noch 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2 und einer. Beine aufstellen. Wir haben eine letzte Runde. Die Hände an die Schläfen. Ich muss mir mal ein bisschen runterrutschen. Und wir kommen hoch. Die letzten 4 Übungen. Wir haben es gleich geschafft. Bleibt alle dabei. Es ist super hart. Wir leiden alle gemeinsam. Noch 15. Und noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Beine in die Luft. Und wir kommen hoch mit dem Po. Noch 15. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, ein letztes Mal diagonal crunchen. Wir haben es gleich geschafft. Noch 2 Übungen. Noch 15. Bleibt dabei. Augen zu und durch. Jetzt nochmal richtig schön durchbeißen. Alles geben. Gleich haben wir es geschafft. Noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Oberkörper ablegen, ein letztes Mal Bein heben. Wir kommen tief mit den Beinen. Achtet darauf, dass euer unterer Rücken richtig schön fest auf der Matte ist. Wir haben es gleich geschafft. Es sind die letzten 15 Wiederholungen. Bleibt dabei. Gleich ist die Pause in Sicht. Und wir haben noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Wir haben es geschafft, Leute. Woo! Ist mir warm. Ich hoffe, euch ist genauso warm. Und ich hoffe, euer Bauch brennt richtig schön. Meiner auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen über 10 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es vorher nicht ausgetestet. Ich habe einfach losgelegt. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt alle richtig schön durchgezogen. Wenn euch das Tempo zu schnell war, wie gesagt, wir haben jetzt keine Pausen gemacht, um richtig kurzes, knackiges Workout zu machen, dann macht zwischendrin einfach Pausen. Das ist wirklich euch überlassen. Jeder soll hier nach seinem Tempo und nach seinem Leistungsstand quasi trainieren. Ansonsten freue ich mich über euer Feedback. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich.